Dank positiver Signale der Notenbanken hat der DAX in der vergangenen Woche ein neues Jahreshoch erreicht. Bei mir Arthur Brunner von der ICF Bank. Ja, wenn jetzt EZB und FED weiter Geld in den Markt pumpen oder die Leitzinsen senken werden, wird das den DAX jetzt nochmal so richtig Aufschub geben? Ich glaube nicht, dass er noch viel weiter steigen wird, weil wir sitzen im Nahen Osten auf einem Pulverfass und die Unternehmenszahlen haben doch eher enttäuscht. Es sieht eher nach Gewinnwarnungen aus, aber zumindest stützt im Moment das Verhalten der Notenbanken enorm die Märkte und das konnte man die Woche feststellen. Das heißt, Sie erwarten nicht, dass wir jetzt in der eher niedrigen Sommerphase nochmal so einen Aufschub bekommen? Also ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen hin. Eine Zinssenkung der amerikanischen Notenbank gilt jetzt so gut wie sicher. Aber es gibt auch viele Unsicherheitsfaktoren. Hier nenne ich das G20-Treffen und es ist nicht sicher, ob sich Präsident Trump mit dem chinesischen Ministerpräsidenten treffen wird. Es bleibt spannend und ob es da zu negativen Überraschungen kommen kann. Und natürlich auch der Nahe Osten. Es bleibt spannend. Ich glaube eher an eine Seitwärtsbewegung. Was sollten Anleger in dieser Situation tun? Sollten die lieber in den Sommerurlaub gehen oder ist jetzt Zeit, um einzusteigen? Ich glaube, wir haben den größten Move nach oben gesehen und von daher ist meiner Meinung jetzt eher mal ein bisschen zur Seite zu stehen, weil eben viele Unsicherheitsfaktoren bestehen. Hier nenne ich das den G20-Gipfel, wo es doch zu Enttäuschungen kommen könnte mit dem Handelskonflikt China-USA. Der ist in letzter Woche etwas in den Hintergrund getreten. Aber ich glaube, von den Märkten her ist schon sehr viel Positives eingepreist. Und ich glaube, der Move nach oben wird nicht sonderlich weitergehen. Sagt Arthur Brunner von der ICF Bank. Danke Ihnen und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer, fürs Interesse. Bis zur nächsten Woche.